Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser drittes Video. Wir knallen direkt los mit Irland und ich sage doch mal Lameith, Irland. Der traditionelle Lameith-Gruß. Der gute, den jeder kennt eigentlich. Ja. Ich dachte, der irländische Gruß wäre, dass ich mich hinstelle und wie ein kleiner Kobold tanze. Ach, zu St. Patrick's Day. Ja. Ja, genau. Sehr gut. Wir sind wieder in der Rubrik angekommen. Mann oder Frau? Man weiß es nicht. Du wusstest es sofort? Ja, auf jeden Fall. Okay, weil du das Video guckst. Richtig. Ich finde, ich war mir am Anfang nicht sicher, ist es eine zarte Frau oder ist es eine Frau oder eine zarte Knabenstimme? Oh, es ist eine zarte Knabenstimme, um es mal aufzulösen. Ich finde, das ist eine ganz, wie ich es geschrieben habe, eine ganz niedliche Ballade. Ich finde, es ist ein krasser Kontrast halt wieder zum Song davor. Weil die Alte davor, finde ich, ja schreit die ganze Zeit. Mhm. Und ich glaube, die Zuschauer sind sehr, sehr dankbar, dass jetzt mal einer kommt und ein bisschen niedlich singt. Ja. Ich finde, es ist ein geiler Song, ist für mich eigentlich safe, weiterzukommen. Ja, ich finde cool auf jeden Fall. Ich finde den Song auch gut. Ja, wir sind uns mal wieder einig. Das ist schön. Es hört sich so ein bisschen nach Becks I Am Sailing an. Der Beat. Ja. Ach krass, habe ich auch nicht drauf geachtet. Ach, stimmt, jetzt wo du sagst, der moderne Becks. Ja, der moderne Becks, ja. Der moderne Becks. Ja, wer kennt ihn nicht? Ich finde, es hört sich ein bisschen so an und dann könnte auch zwischendurch einfach mal so Sail reinkommen. Würde ich gut finden, aber kleiner Junge, Daniel Radcliffe, habe ich mir aufgeschrieben, noch so von Optik her, so ein kleiner Harry Potter ohne Brille mit Kontaktlinsen, wie du dir neulich bei Edeka gekauft hast, welche. ist in Ordnung, kommt auf jeden Fall weiter. Cool. Buongiorno San Marino. Valentina Monetta und Jimmy Wilson, Spirit of the Night. Ich glaube, der Song wird richtig einschlagen, weil es ist auch die Night, an den er einschlagen muss. Und das hat Ralf Siegel genau erkannt, Alter. Er hat gesagt, ich mache einen Song mit zwei Typen, einem Schwarzen und einer Weißen. Und dann machen sie Spirit of the Night. Und it's the Night. Und alle werden sagen, ja, Mann, heute ist die Night. Ich rufe San Marino an. Ralf Siegel ist der Beste. Ja, ich glaube, so hat Ralf Siegel denen das verkauft, aber eigentlich ist es kompletter Müll. Ja, ey, ganz ehrlich, hat Ralf Siegel irgendwas gegen San Marino in der Hand oder warum darf der da jedes Mal die Songs schreiben? Ich weiß es nicht. San Marino, ihr solltet mal so was zulegen wie Internet und dann sucht ihr einfach irgendeinen random Schreiber, der wird euch einen besseren Song machen. Ja. Ich könnte euch einen besseren Song machen. Ja. Also wir bewerben. Jetzt könnte ich euch machen. Lass mal einen machen. Ja. Wir machen den Song, heißt Tonight It's the Time of Angels. Okay. Tonight it's the time of the angels. Yeah. Tonight is the night of us all. Ja, perfekt. Zack, werden wir weiter. San Marino, meldet euch bei uns, schießt Ralf Siegel ab und all seine Beweise gegen euch und dann klappt es auch mal wieder. Wir sind billig. Dobre dan, Kroatien, ich hab's leicht, ich muss 50 Mal den gleichen Spruch sagen. Also Leute, ich habe mir Notizen gemacht und ich würde euch gerne meine Notizen einfach in der Reihenfolge vorlesen, in der ich das Lied wahrgenommen. Also, endlich mal eine Geige, muss man so sagen. Dann eine krasse Country-Stimme und dann, what the fuck, Opernsänger? Ist das ein Typ? Ich verstehe das nicht. Was ist denn da los? Warum singt denn der auf einmal hoch? Ich verstehe das nicht. Ich finde gut, wenn er hoch singt. Aber dreht er sich dann immer von Seite zu Seite, wenn er die Stimme wechselt? Ist das denn so, dass er hier ein Frauenkleid anhat und hier ein Opernkleid und dann dreht er sich so und dann redet er auf einmal so? Ich verstehe dieses Lied nicht. Aber genau deswegen wird es funktionieren, weil die Leute darüber wahnsinnig reden werden. Es ist, glaube ich, ein Mensch, wenn ich recht habe, und ein Mensch singt mit 420 Stimmen. Ja, deswegen habe ich mich auch schon hier die ganze Zeit so gefreut, so verschmitzt, habe mich ins Fäustchen gelacht. Hast du dich gefreut? Ja, zeig mal, wie freut man sich. So freut man sich. So freut man sich. Ja, weil ich nicht wusste, wie genau du denkst, was da passiert. Ob das ein Mensch ist, ob das die Phantom der, also Two-Face ist, ne? Ja. So, und mit einer Münze und wer singt jetzt? Was, also du glaubst, es ist einer, der das singt? Du glaubst echt, das ist ein Mensch. Also ich hätte es nie geglaubt. Ich habe aber den Namen gelesen und weil da ein Name steht, muss es ein Mensch sein. Warum? Hudek heißt, also Jack ist Hudek. Hudek heißt einfach Truppe. Echt? Jacks Truppe. Ja. Oh. Nee, ist natürlich nicht echt. Oh! Es ist ein Typ und der singt beide Stimmen. Du kannst den Scheiß jetzt hier alleine machen. Oh, nein, komm zurück. Ja, schönen guten Tag. Also jetzt bin ich endlich mal auch in der Mitte sitzend und werde euch erzählen. Hi! Jack Hudek ist natürlich ein Mensch, ne? Und Hudek heißt Truppe.
Nee, also heißt nicht Truppe, ist sein Nachname. Könnte ja aber Truppe heißen. Ich weiß es nicht. Ja. Könnte alles heißen. Ja. Also der singt anscheinend modern und Oper. Krasser Typ. Krasser Typ. Also dreht sich auch immer so hin und her. Macht er wirklich? Nee. Oh. Du bist ein Assi-Mann. So, hier, offiziell auf Video. Das ist ein Assi-Mann. Aber macht Spaß, aber ich finde den Song nicht krass, muss ich sagen. Du glaubst, er kommt weiter, ja? Weil die Leute weil die Leute drüber reden. Ja, krass. Mal sehen. Good Tag, Norwegen. Joost mit Grab the Moment. Featuring Daft Punk. Echt, ja? Findest du nicht? Nee, habe ich da nicht aufgeschrieben. Doch, auf jeden Fall. Also der DJ hat auch so eine Daft Punk Mütze auf. Oh! Ja, also gewagt, gewagt. Und es hat mich so ein bisschen an den Song von letztes Jahr erinnert, von den Schweden. Dieses, wo der Typ immer so, ja, wir können es halt nicht nachmachen, aber... Können wir. Könnten wir, ja, aber... Wollen wir aber nicht. Kennt ja schon jeder. Und deswegen, ist okay, aber jetzt auch nicht krass. Der Daft Punk Effekt wird ein bisschen ziehen, aber nicht komplett durch. Wir sind uns da wieder so ein bisschen uneinig. Ich finde, es ist eine unfassbar schwierige Startnummer. Mhm. Nach diesem Typen aufzutreten, wo, glaube ich, die Leute wirklich während des nächsten Songs noch drüber reden werden. Was war das? Was habe ich da? Also zumindest ging es mir beim Hören so. Was habe ich da gesehen? Ist das einer? Also die sehen ja dann, dass es nur einer ist. Mhm. Ich glaube, da wird drüber geredet. Seine einzige Chance ist für mich, wenn sie da kurz sagen, ja, und das waren die ersten 11 Kandidaten und so, dass sie eine kurze Pause machen. Ich finde, das ist eine super schwierige Startnummer für ihn. Krass. Ansonsten finde ich den Song echt geil. Und du hast vorhin Ed Sheeran angebracht. Ich finde, das ist Ed Sheeran. Das ist so ein Ed Sheeran-Gesangsstil. Ich finde das richtig cool. Scheiß Startnummer, aber geiles Ding. Mhm. Na, guck da. Knapp. Kann natürlich alles passieren. Es sind viele Eventualitäten, die du hier zusammenführst, um dein Urteil zu bilden. Aber prinzipiell kann ich deinen Gedankengang nachvollziehen. Er ist jetzt nicht völlig absurd. Wenn ihr sehen wollt, wie wir uns richtig küssen und nicht nur kurz davor sind, dann unbedingt auf den Link zum nächsten Video klicken, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann geht's weiter mit den nächsten Songs. Chaka, kaka, bum, bum. Abonnieren, Daumen. Bis gleich. Bis gleich.